Hallo und herzlich willkommen bei Silverwoman. MeTime, das hören wir überall, MeTime, MeTime. Aber nehmen wir denn auch wirklich Zeit für uns in Anspruch, die nur für mich ist? Ich gehe nicht zum Friseur, mache ich selbst. Ich gehe nicht zur Kosmetik, mache ich selbst. Gehe nicht zur Fußpflege, mache ich selbst. Aber ich gehe zweimal im Monat zu meiner Physiofrau Sonja, die mir dann den Nacken und Rücken massiert. Das ist für mich MeTime. Aber in der Zwischenzeit brauche ich ja auch manchmal ein bisschen was, wenn vielleicht die ein oder andere Verspannung gerade hier im Schulterbereich sitzt, die dadurch entsteht, dass man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Und jetzt habe ich es einfach wieder getan. Ich habe mich wieder verliebt in eine Bob & Brad Massagepistole. Ich habe die vor 2 Jahren vielleicht schon mal gezeigt, aber die kann jetzt was Neues und da bin ich ja dabei. Ne? Also bei elektronischen Sachen, auch wenn ich so mit, ne, wie handelt man ein Handy oder habe ich große Schwierigkeiten, vielleicht kannst du das verstehen, ne? Dass man manche Zusammenhänge vielleicht nicht so hinkriegt, aber wenn es neue Kopfhörer gibt oder irgendwas von der Hardware, wo man dann nicht so viel fummeln muss, da bin ich ja dabei. Und meine Massagepistole, die brauche ich tatsächlich sehr, sehr oft. Und die kann jetzt etwas ganz Besonderes. Die hat nämlich einen Aufsatz, der kühlt oder wärmt. Und da war ich hellhörig. Erstmal, damit wir das durch haben, was kann die noch? Die hat hier so mit 2 Punkten für so Muskelstränge, für ganz spezielle Punkte, großflächiger, mit einem festen, aber doch nicht so harten Spitzpunkt wie jetzt dieses andere Teil. Und wofür das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Das puffert zwar so ein bisschen, aber hat vielleicht halt diese größere Fläche und ist weich und das ist fest. Ich nehme tatsächlich im Prinzip nur das und manchmal auch das. Gut zu verstauen hier in dieser Tasche, Ladekabel und Beschreibung. Aber das ist jetzt alles nur nebensächlich, das wollte ich jetzt einfach nur mal abgehandelt haben, weil jetzt kommt das große Highlight. Für mich nämlich auch für die kosmetischen Anwendungen, die wir so machen. Weil, das ist zwar eine Massagepistole, aber wer sagt mir, dass ich das wut anmachen muss? Mache ich gleich für meinen Nacken, aber das Teil kann ja auch was für mein Gesicht. Also wir lassen die Massagefunktion mal im Moment außer Acht und bedienen eins dieser beiden kleinen Knöpfchen. Oberes Knöpfchen, 3 Sekunden halten, wie bei anderen, teilweise auch vibrierenden Geräte auch. Da erscheint ein grünes Licht und du hörst vielleicht den Ventilator da drin, weil das Teil hier vorne, das wird jetzt richtig, richtig kalt. Klar, im Sommer hat das nochmal einen größeren Nutzen, aber nach dem Sommer ist ja vor dem Sommer. Und, also man sieht sogar, dass das beschlägt hier vorne so ein bisschen, ne, weil das eben so, ne, das kann man wegwischen, weil es so kalt wird. Das war jetzt hier die Feuchtigkeit in meiner Hand. So. Und entweder ich habe Schwellungen und setze mir das dann an die Schwellung ohne Massagefunktion. Bitte, ne? Im Gesicht, nicht mit Massagefunktion. Und das, oh, das kühlt so wunderbar. Und es braucht auch keine Batterien, weil das lädt man dann einfach irgendwo mit Stecker oder am PC auf. So. Auch im Nacken sehr schön, wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat. Ne? Also bei Kopfschmerz bin ich eher Typ kalt als Typ warm. Oder auch hier so in der Schläfe oder vielleicht sogar in Verbindung mit einem kühlenden Öl oder so ein Pfefferminzöl oder sowas. Also es kühlt tatsächlich richtig gut, weil erst habe ich gedacht, okay, das ist nur jetzt die Metallkühligkeit. Nein, es wird kälter, als es normalerweise ist, wenn man diesen kleinen Knopf hier nicht betätigt. Wir drücken den wieder 3 Sekunden. Und es geht nicht aus, weil es geht aus, wenn man auf die Wärmetaste drückt. Vergesse ich jedes Mal.
Anderes Knöpfchen, 3 Sekunden halten und dann, kann man hier sehen, sieht man es, ist so ein oranges Licht, das ist für milde Wärme. Und wenn man nochmal drückt, wird das Licht rot und das wird jetzt richtig schön warm. Auch hier könnte man zum Beispiel Cremeprodukte in die Haut einschleusen, wenn man zum Beispiel ne, so abends im Bett liegt, geht man einfach über die eingecremte Haut. Durch die Wärme öffnen sich die Poren und die Creme kann besser einwirken. Also das ist sehr angenehm. Wer jetzt lieber Wärme im Nacken möchte, der hat dann die Wärme. Aber das ist jetzt nur der nebensächliche Nutzen. Wir lassen das an und betätigen direkt mal hier. Hier ist An- und Aus-Knopf für die Massagefunktion. So, und das kannst du jetzt eben kombinieren. Die Massage mit der Wärme oder mit der Kälte. Und wenn du jetzt Verspannungen hast und sagst, oh ja, ne, dieses Brrrr, und auch gleichzeitig Wärme oder ich möchte lieber Kälte, dann kombinierst du das miteinander. Boah, das geht so richtig durch. Und dann gibt es hier natürlich auch noch weitere Stufen, sodass du das Ganze boah, das geht ab, oder? So, ich mache es jetzt mal aus, weil das Prinzip hast du verstanden. Ich mache jetzt auch hier wieder das aus mit 3 Sekunden halten. Licht aus. Boah. Ist das toll? Ja. Vor allen Dingen, sie ist klein. Sie ist nicht so übel schwer. Und dadurch, dass sie klein ist, kommst du, also und leicht, kommst du damit ziemlich weit runter oder auch von der anderen Seite besser natürlich noch, wenn das jemand anders bei dir macht. Immer dran denken, bitte nicht damit über die Wirbelsäule gehen, sondern nur über Muskeln. Aber auch natürlich hier Arme, Winkeärmchen. Also überall, wo Muskel ist, kannst du das dann wunderbar einsetzen, egal ob das mit dem Ball machst oder an verspannten Muskelsträngen. Mit diesem U. Ich liebe Massagepistolen. Das war mir jetzt eben nochmal wichtig mit dieser Kälte- und Wärmefunktion. Ideal, wie gesagt, auch im kosmetischen Bereich zu nehmen, ohne die Massagefunktion. Ja, und da ich ja nur wirklich die Produkte zeige, von denen ich überzeugt bin, habe ich die jetzt nochmal für euch hier abgedreht und ich habe für euch ausgehandelt einen 10% Gutschein, den ich hier unten verlinke, sodass du, wenn du sagst, ja, macht Sinn, sowas könnte ich mir tatsächlich auch mal für mich anschaffen, dann gehst du auf den Link und gibst diesen Code ein, dann hast du 10% geschenkt. Ich bekomme dafür nichts. Ich bin einfach glücklich, dir das näher bringen zu können und dass du vielleicht dann auch noch ein bisschen dabei sparen kannst. Hat so ein bisschen was von, ne? 007. So ein bisschen cool, das so in der Hand zu haben. Völliger Quatsch, ne? Weil ist ja keine Waffe und Waffen in der Hand zu haben ist auch nicht cool. Aber das hier in der Hand zu haben, das ist cool und das ist einfach super. Hier dann auch wieder die Ladebuchse, ne? Für das Kabel, weil das ist ja hier nur so zum Draufstecken, einzelnes Teil, aufladen, Massagepistole, wo ist es, hier unten, aufladen und dann nimmst du den Aufsatz, der dir gerade gefällt. Zeigen wir den auch nochmal, 3 Sekunden. Ja. Und das hat schon Wumms, ne? Bitte immer dran denken, Muskel, keine Knochen damit massieren. So, dann machen wir nochmal. Selbst jetzt in der Handfläche, ein richtig, richtig gutes Gefühl. Bob and Brad. Neue Generation,
durch dieses Teil hier. Ich mag sie und ich gebe sie jetzt auch nicht mehr her. Achtung, wenn du sowas ausleihst, ne? Merke dir, wem du es ausgeliehen hast und sag, das Ding ist nächste Woche wieder hier, weil sonst ist es weg. Und wenn es aus dem Kopf ist, dann weißt du nicht, wem es geliehen hast. Also mir ging das früher mit Büchern so, ne? Ich habe so gerne Bücher verliehen, weil ich dachte, oh, mache ich anderen Leuten eine Freude. Und waren sie weg und kamen auch nie wieder. Und ich hatte vergessen, wem ich sie ausgeliehen hatte. Kennst du das auch? Schon mal erlebt? Ja. Berichte doch mal. Hast du vielleicht auch eine Massagepistole? Vielleicht hast du auch noch eine der alten Generationen, die so ein bisschen größer sind und schwerer sind und lauter sind, weil die ist ja auch extrem leise. Dann berichte doch mal. Ich hier mit meiner Hand übrigens, ne? Vielleicht, das habe ich noch gar nicht in Erwägung gezogen, mir schlafen ja nachts immer so die Hände ein. Ich habe schon mal drüber berichtet. Vielleicht wäre das ja sogar was. Und mir schlafen die Hände nicht ein. Also schlimmer kann es ja nicht werden. Das probiere ich jetzt mal aus ein paar Tage und dann kann ich ja vielleicht mal hier in der Box das aktualisieren, was sich da so getan hat. Also du merkst, ich brenne für das Teil. Ich zeige das nicht, um irgendwie, ne, so wie andere das machen. Michaela macht das nicht. Michaela zeigt nur 3 bis 4 Mal im Jahr die Sachen, die wirklich begeistern, die mich begeistern. Und was mich begeistert? Begeistert dich ja vielleicht auch. Habe ich jetzt zu tief gereiten? Ja. Boah, wenn das helfen würde, ne? Das wäre Hammer. Also gegen das Händeeinschlafen in der Nacht. Ja, ihr könnt ja jetzt irgendwas machen. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Aber ich mache ja aus, ne? Weil du willst mir jetzt hier nicht eine halbe Stunde beim Massieren zugucken, oder? Nee, willst du nicht. Ich sag mal tschüss und ich sitze hier noch ein Weilchen. Tschüss, die Michaela.